wie du Retinol und Säuren in deine Routine unterbringen kannst. Und wir sprechen von einer 4-Tage-Woche, nicht auf einmal. Ne? Also das kann ich nicht auf Dauer empfehlen, geschweige denn, wenn du so einen Hauttyp hast wie ich, der sehr robust ist und sehr stark nachfettet, dann geht sowas in einem gewissen Zeitraum, aber dann geht's auch nach hinten los. Ne? Also man darf halt einfach nicht vergessen, das sind reizende Stoffe, die wir bitte dosiert über die Woche anwenden. Und über eine Abonnentin habe ich von einem Skin Cycling gehört. Die hat einen wahnsinnig tollen Kommentar geschrieben. Ich weiß bloß nicht mehr, unter welchem Video das war. Und ich kannte das selber nicht, weil wie gesagt, ich habe diesen robusten Hauttyp und bei mir ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich mal häufiger Retinol und Säuren verwende, aber ich muss schon auch aufpassen. Und ich möchte diejenigen von euch jetzt ansprechen, die zum einen nicht so viel Erfahrung mit Retinol und Säuren haben und ich kriege halt unwahrscheinlich viel Fragen, kann ich das und das verwenden? Oder wenn schon eine Hautreaktion stattgefunden hat, lasse ich mir ja meistens immer die Routine aufschreiben und dann kommt sehr schnell raus. Die Reinigung ist harsch, dann hat man irgendwelche Duftstoffe drin, dann hat man eben Actives aufeinander genommen und das auch auf eine regelmäßige Basis. Und da bietet eben dieser Plan des Skin Cyclings eine Varianz. Es gibt ja nicht nur Menschen, die eben wenig Skincare-Produkte verwenden möchten, sondern es gibt welche, die eben auch ein bisschen experimentieren möchten. Und Skin Cycling bietet das halt. Also da brauchst du schon ein paar mehr Produkte als nur 3, 4 und vor allem auch die Lust an Actives wie Retinol und Säuren. Und ich habe hier mal 2 Produkte, die ja ganz bekannt sind eben. Das hier ist hautberuhigend. Und das hier kann an Tagen verwendet werden im Skin Cycling. Ich komme gleich darauf, wie das funktioniert. Das kann an Tagen verwendet werden, wo man die Haut ausruhen lässt. Und das an Tagen, wo man Säure verwenden möchte. Also das ist zum Beispiel BHA. Dann habe ich hier noch ein Produkt mit AHA beispielsweise. Das gibt es von No. Und so kann man sich das halt kombinieren. Skin Cycling bedeutet, du hast 2 Tage, wo du Actives verwendest. Am ersten Tag verwendest du BHA und das immer abends. Na, nimm es nicht morgens. Ich habe es schon in anderen Videos von mir gesagt. Wenn du keine Erfahrungen mit den Produkten hast, mach's abends, denn es ist auch nicht schön für dich, wenn du nicht weißt, ob du auf die Produkte reagierst. Wenn du tagsüber dann mit einer geröteten, verätzten womöglichen Haut, also mit einer kaputten Hautbarriere rumlaufen musst, da ist der Abend schon besser dafür geeignet. Da kommt der Schlaf, da kann eben auch der ganze Körper sich ausruhen und du verwendest eben das BHA in deiner Routine, achtest darauf, dass du halt eine milde Reinigung hast, sei es zum einen mit einem Öl oder mit einem Schaum. Ich mache abends immer Öl, weil bei meiner fettigen Haut funktioniert das Öl besser, weil ich eben auch meinen Sonnenschutz runterkriegen möchte. Das kann man mit einem Schaum nicht machen. Ne? Also das ist nicht mein erstes Reinigungsprodukt, weil bei meinem Hauttyp funktioniert das halt einfach auch nicht. Es kann aber bei dir komplett anders sein. Also milde Reinigung, morgens wie abends. Morgens eignet sich zum Beispiel Waschgel oder Schaum, abends Waschgel oder Öl, wie du halt mit deiner Haut zurechtkommst und was du halt drauf hattest, kann ich dir das halt empfehlen. Und Double Cleansing nach Möglichkeiten nicht, wenn du nicht geschminkt warst. Also bei mir ist es so, dass ich halt nie Double Cleanse, außer ich war geschminkt, dann mache ich es mit einem Tuch. Jedes Mal Reinigen von deiner Haut bedeutet halt auch für die Haut, dass das halt schon eine Art Reizung ist. Ne? Es ist immer besser, 2-mal zu glänzen, wenn man eben eine unreine Haut hat und eben Pickel vorbeugen möchte. Aber so generell heißt halt, 2-mal eine Reinigungsprozedur für die Haut zu machen hintereinander, dass es halt eben sich kontraproduktiv auswirken kann, nicht muss. Ne? Wenn du darauf achtest, dass du deine Haut eben auch Ruhe gibst, dann kann dieses Double Cleansing, du musst halt immer so ein bisschen kompensieren. Ne? Und wenn du kompensieren kannst, wenn du eben auf das Double Cleansing nicht verzichten kannst,
dann kompensiere lieber. Denn es ist auch blöd, wenn du zu Unreinheiten neigst und die Haut nicht richtig sauber bekommst, dass du dann eben Pickel davon bekommst. Ne? Also besser dann richtig reinigen als schlecht zu reinigen. Aber das ist von Hauttyp zu Hauttyp eben anders. Also Tag 1 abends fängst du an mit BHA. Du kannst deine Routine so gestalten, wie du das möchtest. Baue sie um das BHA herum. Reinigung, Serum, BHA und Creme beispielsweise. Das kann eine Routine sein. Und an Tag 2 machst du was mit Retinol. Nimm es nicht zusammen, wie schon erwähnt. Ne? Also wenn du keine Erfahrung mit beiden Actives hast, nicht zusammen verwenden. Tag 2 am Abend wieder Reinigung, Gesichtswasser, diesmal natürlich kein BHA in flüssiger Form nach Möglichkeiten, also irgendein Gesichtswasser. Das kann beispielsweise der Toner von No sein, das kann aber auch jeder andere sein. Ihr habt bei mir ja schon einige Produkte gesehen, die ich gut finde. Ich mag den Isana Pure Toner beispielsweise oder der Toner aus der Balea Expert-Reihe. Der blaue ist auch nicht schlecht. Also Reinigung, Toner, dann kannst du das Retinol verwenden und dann kannst du die Creme verwenden. Vielleicht möchtest du noch ein anderes Serum verwenden. Achte aber bitte darauf, dass du deine Haut nicht zu sehr reizt. Ne? Wenn du es machen kannst, wenn du beispielsweise auch Vitamin C verwenden möchtest, nicht am Abend. Vitamin C kannst du gut am Morgen verwenden, denn das pusht den Sonnenschutz nochmal. So hast du beispielsweise 2 Tage mit Actives jetzt ausgefüllt und danach kommen 2 Tage, wo du deine Haut ausruhen lässt. Und schreib dir deinen Plan, also deinen Hautpflegeplan auf. Ich muss mal gucken, ob ich dir das irgendwie unten reinpacken kann oder so. Beispielsweise, was dann an den nächsten 2 Tagen passiert. Und da rate ich dir einfach, mach etwas, wo du jetzt nicht so wirklich aufpassen musst. Aber achte bitte darauf, dass du keine Säuren verwendest, nicht mal im Waschgel, sondern deine Haut wirklich in Ruhe lässt. Und in diesen 2 Tagen gehst du her und machst was Beruhigendes. Das hier ist von Hautsache ein Barriereserum. Es gibt aber eben auch wieder den No Liquid Hydrator, der ganz gut ist. Du kannst aber auch gute Cremes verwenden. Ich habe hier beispielsweise die hier. Ich mag die Pinky ein bisschen mehr, muss ich sagen. Von No, die ist super gut für meinen Hauttyp. Aber Cremes, so wie ich das auch in meinen Reviews sage, sind halt einfach äußerst variabel zu sehen. Ne? Also ihr müsst halt gucken, was ihr gut vertragt. Hier hat es eben auch Ceramide drin, Ceramid-Serum. Ihr könnt beispielsweise aber auch den Milky Toner verwenden. Der ist auch recht hautberuhigend, wenn ihr ihn vertragt. Da ist ein Stoff drin, der doch bei manchen Leuten Reaktionen auslöst. Guck immer darauf, was deine Haut dir sagt. Ne? Auch Skin Cycling ist eine Vorgabe, die du an deine Hautbedürfnisse anpassen kannst. Das ist ganz wichtig. Ne? Also wenn du merkst, deine Haut reagiert immer noch, pass an, was du machen kannst. Und Skin Cycling ist eben eine Möglichkeit in diesem 4-Tages-Rhythmus, also ein Tag Retinol, ein Tag BHA und 2 Tage eben Beruhigung zu gestalten für die Haut. Und das ist einfach eine richtig tolle Sache. Hast du Erfahrungen mit Skin Cycling? Ich versuche dir unten mal was aufzuschreiben zum Thema, dass du eben etwas an der Hand hast, wie du eine Routine aufbauen kannst, wie das bei dir aussehen kann mit Produkten. Und ja, schreib mir gerne einen Kommentar zum Thema, falls du damit Erfahrungen hast. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.